Ich hab aber kann aber moin moin, herzlich willkommen zurück zu Battlefield und ich habe trotzdem einen Adolf bei mir. Einen Adolf Muffinmann. Wo bist du? Ich will flüchten. Ich hab dich. Tschüss. Tschüss, Adolf. bei der Überlegung, hast du was gegen Adolf? Ja. Nur gegen einen. Nur gegen den einen. Sag mal so, wenn jemand anders den Namen irgendwie hatte oder hat, da kann er ja auch nichts für, ne? Doch, er hat sich ja umbenennen können. Irgendwas bombt hier gerade in mein Haus rein und ich mag ich stehe neben dir und ich werde mit WhatsApp. Ah, hallo, Attack Heli. Da hat's Rims gemacht. Ey, irgendjemand hat gerade den ersten Stock unter meinem Arsch weggeschossen. Ich glaube, es war eine Attack Heli, der danach zu Boden geknallt ist. Ja, Rache für Suchi. Tag, Post. Sind denn das für Anwandlungen wie den ersten Stock? Oder? Leider, ne, er hat nicht nur den ersten Stock, er hat mich mit dem Stock weggeschossen, was ich ganz verwerflich finde. Ja gut, das ist ja aber... Betrifft dich ja nur indirekt, dementsprechend, egal, ne? Richtig. So, so, vierfach XP. Scheiben und ich das Laffei nicht gesehen. Dafür läuft ja jetzt irgendeiner rum mit vielleicht noch 2-3 Health. Dafür headshottet mich irgendwas, ohne dass er mich sehen kann. Ja, Bravo ist gerade ganz gut Action. Bravissimo, bravo, bravo. Hallo Panzer, bitte sieh mich nicht, du siehst mich nicht, du siehst mich nicht. Das hat ja bisher immer so gut funktioniert. Oft genug! Und da hat mich der Panzer erwischt. Oh, ich habe Multikill gemacht. What? War ich mitbekommen? Mist, da muss ich jetzt wieder aufpassen. Mit der Wumpe. So, schauen wir mal, wo das Boot hinfährt. Kriegt nicht ohr das. Da kommt so ein Jet auf uns zugeflogen, der uns wahrscheinlich auch anpingt. Ich kann ihn nicht treffen von meiner Position aus. Das juckt ihn, ja. Ich treffe ihn zwar, aber ich glaube, das juckt ihn nicht allzu dolle. You've been promoted! Okay, der Low-Level-Typ hat mich gerade aus dem fahrenden Schiff gesnipert. Von der anderen Seite der Map. Respekt! Nee, Aimbot. Oder das? Also, das kann mir keiner erzählen, dass der da durch alles durchschießen kann und direkt mit Headshot noch. Nee, Golden Battle Pack. Das kannst du mir nicht erzählen, Junge. Und tot. Guess who? Little Bird. Ja, genau, der war's. Das war mein Mörder. Tötet ihn! Okay, hat er Bumm gemacht. Bin zufrieden. Go, ich war mal so frei. Bin zufrieden. Sehr schön. Hm, da vor mir ist was gestorben. Ja, ich komme so ein paar Meter weiter, bin ich tot. Ja, ich renne gerade mal wieder vor Leuten weg, die mich irgendwie durch Berge anschneipern. Ah, jetzt ist der Lück. Ja, Squad-Leader, aber gerade beschäftigt. Ja, ist, weiß ich ja, sicher. Das Hallo, reichen. Darf ich bitte in das Boot einsteigen, Spiel? Hallo, Spiel? Hallo? Ja, gute Frage. Jo. Okay, jetzt bin ich drin. Oh, was nicht zu, auch immer. Nicht zu spät. Ich schieß mal kurz durch deinen Kopf ein bisschen durch. Ja, viel Spaß, ich lege eh an. Und mit anlegen meine ich, naja, du hast es ja gesehen. Das Boot auf, halb auf die Karte legen, ne? Und da werde ich auch schon durchs Gebäude erschossen. Bei mir war leider nicht so wirklich Gebäude dazwischen. Läuft ja gut die Runde. Ja, wir haben halt wieder das Idiotenteam erwischt. Und wir sind nur noch 3 Mann im Squad. Ich
Der steht im kompletten MG-Magazin, ohne dass es ihn interessiert. Der stirbt wenigstens, wenn man auf ihn schießt. Da ist er doch irgendwo sicher noch. Hallo, bist du denn? Guck, guck. Sehr schön. Uns trifft die Rakete. 3 Sekunden danach macht er Protection an. Nö. Oh gut. Ja, und der ist hier gleich kaputt. Es sind 3 Raketen stehen geblieben. Der lässt sich nicht spotten. Alter, was da rumhuselt. Da ist ein Panzer. So. Schon. Nein, 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 nein. Lass mich leben. Ich will leben. Guess who? Alter, wie viel Fußvolk ist hier bitte? Und, zu viel. Ja, guess who? Der schießt durch alles durch. G18 oder womit hat er dich erwischt? Nö, mit der Ace, aber durch die kompletten Container da. Tja, das kann man, glaube ich, ziemlich vergessen mit diesem Team. Und wir sind 4 Leute weniger. Wuhu. Da. Ob ich mich hier auf unserer Position gerade wohlfühle? Server has Dice Balancer. Ja, damit hat er keinen Balancer, würde ich mal sagen, weil der taucht ja hier nicht. Richtig. Der ist genauso scheiße wie ihr Anti-Cheat oder ihre Skill-Berechnung. Mhm. Ach ja, wie toll wäre es mal, kompetenten Teams zu spielen. Oder wenigstens ausgeglichenen Teams. Nicht mehr in Battlefield 4. Problem ist halt, man weiß nicht, ob man sich den 5. Teil zulegen wird. Sicherlich nicht zum Vollpreis. Nö, nee, das auf gar keinen Fall. Das auf keinen Fall und generell erst. Und da spawnt jemand hinter mir. Generell mal gucken, was für ein Setting das überhaupt hat dann. Ja, ich glaube, davon werde ich auch ganz viel abmachen. Oh, No-Scope! Jetzt mal hinter mir ist immer noch einer, ja. Pass auf, da kommt hier gleich die Ecke rum, bestimmt. Jo, 3 Headshots erlebt noch. Hat mir direkt eine Hilfe gegeben. Und da kam. Da kam eine Granate. Jo. Okay, das heißt, ich glaube, die G18 braucht nur noch einen. Das heißt, ich lege sie jetzt doch noch mal kurzzeitig ab. Unica. Jo, die Anti-Air ist raketenimmun, cool. Jo, 2 Raketen voll rein, du siehst den Treffer, kein Hitmarker. 3. rein, nichts. Okay, alles klar. Na komm, der, so oft wie der mit den Little Bird crasht, ne? Ich wäre schon nach Valhalla geflogen. Jo, der hat hier gerade die Hauswand mit dem Little Bird abgerissen. Der kriegt keinen Schaden, der Junge. Der ist einfach. Ich bin hinter einer Wand, Wix-Cheater. Und das war's ja doch, das interessiert die meisten nicht. Ja. Hallo, Anti! Okay. Ja, das ist die Anti, die keine Raketenschaden kriegt. Da kommt ein Attack-Heli. Toll! Ich Jo, Rakete fliegt durch den Attack-Heli durch. Dice, please. Nicht in diesem Leben. Jo, ich bräuchte mal Ammo. Aber nachdem Publics ja schon zu blöd sind, Leute wieder zu beleben,
wird das mit Ammo ja erst recht nichts. Und da kann ich wieder irgendwas one-shotten. Ja. Joa. Und der nächste. Die kommen alle vom Strand hoch. Also, joa, macht Spaß. Russ. Immer diese Russen. Hast du was gegen Russen? Wenn sie cheaten, ja. Ja, genau so würde ich es auch definieren. Wenn sie nicht sauber spielen. Okay, ich glaube, da muss hinter mir gespawnt sein. Wuhu. Etwas, das stirbt, wenn man mit Raketen auf ihn schießt. Völlig neue Erfahrung. Dafür spawnt danach ein Boot, das unsterblich ist. Und, also ich, es hat sich für mich gerade vom Einschlag angefühlt, als hätte ich eine RPG abgekriegt, aber es war eine Ump angeblich. Ja, ja, der Gasos, der hat mich auch noch erschossen. Der kann das. Ja, dass er mich erschossen hat, ist ja jetzt nicht wild, aber es fühlte sich wieder so Pupp an. Nicht so Peng, Peng, Peng oder Piff, Piff, Piff. Sehr schön, wie du den Sound gedingst hast. Und ich werde schon wieder angeschossen. Von irgendwo ganz weit weg. Mit irgendwas sehr schnell schießen. Also nichts, was auf Range geht. So, schauen wir doch mal. Da ist ein Panzer, da ist ein Buggy. Da ist lauter Fußvolk. Da ist eine Boje, die auf einmal ins Spiel ploppt. Da ist mal wieder eine Anti-Air oder sowas. Und da ist ein Typ, der mich über 200 Meter mit Buckshot mit der Shotgun erschießen kann. Okay. Völlig logisch, Kleiner. Ah, ich komme auch rüber gepaddelt. Ach, da beschwert sich ja nur, dass die AA durch eine Wand schießt. Hm. Ja, die Erfahrung hatte ich auch. Jo. Dabei ich hoffe, besiegt mein Gegner und auf einmal ist da niemand mehr. Ja. Irgendeine sinnvolle Alternative hier für Battlefield. Man hofft doch sehr. Spielt doch COD, nein. Wer so schreiben will, soll sich sofort in die Hand beißen. Ein Magazin in den Typen, er rennt weiter. Doch, ja. Jo. Und gemessert ohne Counterknife. Ja, braver Cheater. Ach, der Fuckwell-Typ wieder. Ja, okay. Ich wurde von Mr. T gemessert. Ist das lächerlich mit diesen Cheatern. Joa, schaffe ich es zu Anti-Air? Was meinst du? Ich halte dich nicht auf. Bin im Gebäude. Wieso werde ich schon wieder angesnipert? Gleich, mach die Anti-Air rums. Gleich, mach die Anti-Air rums. Kabums! Aber Junge. Oh, hast du da was mitgebracht? Fein. Ich hab den Fahrer erschossen. Kam ins Haus und wollte mal nachgucken, wo wir da sitzen. Netterweise dumme, ließ er sich erschießen. Dumme Idee. Das ist auch so eine leicht dumme Idee. Ganz, ganz leicht. Papalapap. Ich kann das nur bekräftigen, dass man das viel häufiger machen sollte. Aber nur die, die im Gegnerteam sind, oder? Ja, natürlich. So viel solltest du dann schon dazu sagen. Ach, machen es doch unsere Mitspieler. Naja, machen sie in der Regel eh, aber...
I see nothing, I see nothing. Irgendwo da hinten aus Echo-Richtung kam gerade was. Wo unser Tech-Heli gerade rüber geflogen ist, aber... Da, ich sehe einen! Konnte ich gerade nicht spotten, ist im Gebäude hinter uns. Und da sind noch mehr. Jo. Einer tot, einer ist da noch im Treppenhaus, da. Jo. Und hinter uns muss auch noch was sein. Ja, wir sind eh fast tot. Ich lass ihn mal... unbeobachtet stehen. Nicht bist unbeobachtet. Da am besten C4 dran packen, wer da... Nö, einer aus unserem Team, Claudi Trocken. Es wäre jetzt aber peinlich gewesen, wenn ich C4 dran gepappt hätte. Wenn ich es noch hätte. Okay. Nicht für die NTR benutzt hätte. Irgendwas hat mir gerade 5 Schaden gemacht, ohne dass ich einen Hitmark oder irgendwas hatte. Interessant. Was schießt ihr, glaube ich? Vermutlich genau das. Ja, leg dich vor mir auf den Boden, Sente. Sehr intelligente Idee. Wenn jemand mit einer Unika neben dir steht, auf dich schießt, hinlegen. Das funktioniert so gut. 5 Headshot-Hitmarker auf den Typen. Er hat 100 HP und tötet mich. Alles schön. Klar, Cheat. Ah, was eine katastrophale Runde. Ja, ja, ja. Oh, ich will es gar nicht wissen eigentlich. Minus 10. Wupp, wupp. In dem Sinne, tschüss. Oh.